select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Benjamin, es war heute ein Entscheidungsspiel, 7-0 gewonnen. Ja, da fehlen mir eigentlich die Worte, oder? Ja, das kann man so sagen. Also, ja, für uns waren es wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf, aber wir haben noch einen Weg vor uns, den wir gehen müssen. Aber nach so einem Sieg geht man optimistisch am Dienstag zu Hause auf ins Spiel gegen Buckner. 2 Tore hast du geschossen von diesen 7. Ja, wie ist dir das gelungen? Ja, also das erste war, habe ich einen Diagonalball vom Leander hin bekommen. Der Gegenspieler ist am Ball vorbei, habe ich ihn angenommen, habe ihn ein bisschen glücklich im Tor untergebracht. Tor war noch leicht dran. Und das zweite war Flanke vom Klingmann, flach, wo es Spielberg nicht gut klärt und lag am 16 und dann habe ich ihn ins lange Eck geschoben. Natürlich, viele könnten meinen, es war die rote Karte, die ja recht umstritten war. War es der Grund, wieso heute das Spiel so deutlich ausgefallen ist? Ja, es war ein Mitgrund. Wenn man nach 15 Minuten mal mehr ist, schwinden natürlich beim Gegner auch die Kräfte, da sie am Mittwoch schon in Nöttingen gespielt haben. Und dann ist halt ja, für Spielberg auch schwer, haben wir auch viel englische Wochen gehabt, genauso wie wir. Aber ja, ich denke, man hat auch gemerkt, dass wir die Frische hatten, dass wir eine Woche mal wieder komplett durchtrainieren konnten, ohne die ganze Zeit nur unter der Woche ein Spiel zu haben. Ein paar Worte zur Szene. Wie hast du sie gesehen, die rote Karte? Ja, also ich habe einen Diagonalball, bin ich in die Schnittstelle gelaufen, habe jetzt nicht genau gesehen, wie viele neben mir, also hinter mir noch waren. Habe dann gemerkt, also Torwart war zuerst am Ball und räumt mich dann halt ab. Ja, ist eine schwere Situation. Ja, war es aus deiner Sicht eine rote? Ja, ich sag mal so, man. Also, gelb. Hat ja eigentlich Ball gespielt, ja, so wie ich das gelb gesehen habe. Gelb hätte es meiner Meinung nach auch getan. Für uns war es glücklich, dass er sozusagen rot gezeigt hat. Da waren wir dann in Überzahl. Ja, aber ich sag mal, gelb hätte es auch getan. Meiner Meinung nach jetzt. Manche hatten euch schon abgeschrieben gehabt, zumal auch im Raum stand, dass die Mannschaft abgemeldet wird. Jetzt seid ihr quasi, könnte man vielleicht sagen, dass ihr von den Toten auferstanden seid? Ja, wir haben schwierige Wochen gehabt. Dass die Mannschaft abgemeldet werden sollte, haben wir jetzt so nicht mitbekommen. Aber ja, ich denke mal, dass wir uns ja jetzt ein bisschen unten rausgezogen haben, aber wie vorhin schon gesagt, für uns sind es jetzt noch weitere Endspiele, die wir alle, wo wir punkten müssen. Ja, weil Waldorf hat auch noch ihre Spiele, wenn die ihre Punkte holen und wir halt nichts mehr holen, sind sie wieder an uns vorbei, aber ich bin da relativ optimistisch, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Ja, nächstes Spiel, Backnang, was meinst du, ja, was kannst du uns zum Gegner und zu diesem Spiel genauer sagen? Ja, dort war nicht so ein gutes Spiel von uns. Ja, sind schwierig gut, haben einen guten Stürmer vorne drin, der schon relativ viel Tore gemacht hat. Aber ich meine, wir müssen da über den Kampf uns ins Spiel finden und dann können wir auch da 3 Punkte holen. Da, die ja auch unten drin stehen, haben jetzt auch in letzter Zeit nicht so die Ergebnisse gehabt, haben gegen Waldorf verloren. Ja, wir müssen 3 Punkte holen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Benjamin, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.